Freunde, hier ist der Mike, willkommen zu diesem neuen Video. Herzlich willkommen hier aus Bremen und zwar von der alten Windmühle in Bremen in der Bremer Innenstadt. Es ist wohl die bekannteste Mühle, die man hier so ein bisschen fotografieren kann. Insgesamt gibt es 5 Windmühlen, die man in Bremen fotografieren kann und diese, sage ich mal, ist prädestiniert dafür, dass sie so ein schönes großes Blumenfeld vor der Mühle quasi hat. Das Wetter ist so, naja, eher bescheiden, wie du sehen kannst. Es regnet eigentlich schon fast den ganzen Tag, die letzten Tage eigentlich ununterbrochen. Deswegen heute noch mein Glück, versuche ich hier nochmal, um ein paar schöne Fotos mitzunehmen. Heute geht es aber prinzipiell erstmal um das Focus Stacking und ich glaube, du kannst auf jeden Fall noch ein paar Skills mitnehmen für dein eigenes Focus Stacking. Was es genau ist, wenn man das braucht, wenn man es nicht braucht, das erkläre ich dir gleich hier in diesem Video. Natürlich kannst du am Ende des Videos wieder abstimmen, welches Bild dir am besten gefällt. Ich nehme dich auch mit vom Prozess des Bildaufbaus bis hinüber zur Bildbearbeitung und natürlich bis zum ausgedruckten Bild nachher am Ende des Videos. Also gerne bis zum Ende dranbleiben. Wenn du Fragen zum Video hast, wie immer, schreib einfach einen Kommentar. Lass mal den Daumen nach oben da, das Abo nicht vergessen und natürlich fleißig kommentieren, wenn du irgendwelche Fragen zum Video oder ähnliches hast. Lass uns am besten mal direkt starten. Ja, das Focus Stacking ist eine Methode, sage ich mal, um seine Bilder erstmal prinzipiell von vorn bis hinten scharf zu bekommen. Man muss ein bisschen unterscheiden, wann man es eigentlich konkret braucht. Also ich persönlich nutze es tatsächlich immer nur dann, wenn ich wirklich einen prägnanten Vordergrund habe, wenn ich einen schönen Mittelgrund habe und natürlich auch noch einen schönen Hintergrund habe und ich einfach von vorn bis hinten alles scharf bekommen möchte. Über das Focus Stacking scheiden sich manchmal auch so ein bisschen die Geister. Ich weiß, man muss es nicht prinzipiell unbedingt machen. Man kann natürlich auch mit der Unschärfe spielen tatsächlich. Aber ich mache es dann, wenn ich quasi beim Bildaufbau bin, immer so ein bisschen mit, um einfach nachher zu Hause die Sicherheit zu haben, dass ich tatsächlich auch ein Bild habe, wo ich von vorn bis hinten alles scharf habe. Das mache ich nicht bei jedem Bild, nicht bei jeder Bildkomposition tatsächlich. Aber eben dann, wenn ich halt wirklich einen prägnanten Vordergrund habe, den ich auf jeden Fall auch dann entsprechend zeigen möchte. Von daher würde ich immer so sagen, also es kommt ganz darauf an, was du fotografieren willst. Ne? Also je nachdem, wenn du natürlich jetzt irgendwie Landschaft generell zeigen willst, ohne einen Vordergrund, dann macht Focus Stacking natürlich überhaupt gar keinen Sinn, weil dann kannst du dir einfach diese Aneinanderreihung der Bilder einfach auch entsprechend sparen. Aber wenn du jetzt, wie gesagt, schon einen schönen Vordergrund hast und du brauchst eben auch die Ecken scharf, den Hintergrund auch scharf, den Mittelgrund auch scharf, dann würde ich dir immer empfehlen, einfach mal das Focus Stacking zu testen und auszuprobieren. Wie das jetzt genau funktioniert, das zeige ich dir jetzt natürlich jetzt hier gleich an der Kamera und entsprechend auch im Video. Vielleicht definierst du für dich erstmal so ein bisschen überhaupt, was Schärfe für dich eigentlich ist und sag ich mal, wo du eigentlich Schärfepunkte brauchst in deinen Bildern. Du kannst dazu mal einen Test machen, du kannst einfach mal die Hand vor dein Auge halten und kannst mal versuchen, auf die Mitte der Hand zu fokussieren. Und dann wirst du merken, dass wenn du dich so ein bisschen an der Handfläche orientierst, dass du natürlich auch rechts, links, unten und oben so ein bisschen Unschärfe im Bild haben wirst oder in deinem Blickwinkel tatsächlich. Bei den Objektiven ist es nichts anderes, das heißt, die fokussieren natürlich dorthin, wo es, ja, wo du es möchtest, wo es hin soll, wo der Fokus quasi auch sitzen soll. Dabei spielt es aber erstmal nicht so die Rolle, tatsächlich, dass auch immer alles scharf sein muss. Das hatte ich eben schon mal erwähnt. Also von daher musst du für dich so ein bisschen definieren, was soll konkret scharf sein im Bild und was eben nicht. Das Focus Stacking ist ganz klar dafür ausgelegt, dass man natürlich von vorn bis hinten auch alles scharf haben möchte. Eben auch die Ecken, die Kanten der Bilder etc. Also von daher musst du für dich so ein bisschen entscheiden, ja, welche Bildwirkung möchtest du damit erzielen mit kompletter Schärfe. Macht es überhaupt Sinn, komplette Schärfe im Bild zu haben oder nicht? Und ich glaube, das ist so die erste Vorbelegung, die ich machen würde, wenn ich jetzt ein Bild komponieren würde, wenn ich einen Bildaufbau quasi suche. Und wie gesagt, bei der Mühle jetzt hier ist es natürlich dafür bestimmt einfach, dass man da natürlich den Blick quasi von vorn bis hinten dann durchzieht des Bildes, also von den Blumen bis hin dann zur alten Mühle, dass man da quasi auch dann entsprechend die komplette Schärfe im Bild auch abbilden kann. So, vielleicht mal ganz kurz zum Bildaufbau. Ich bin jetzt hier auf dem Stativ natürlich, um einfach die Fokuspunkte besser setzen zu können nachher. Also einen vorne, einen in der Mitte und einen hinten. Ich arbeite jetzt hier mit dem Roller Lionrock 20. Habe da drauf meine Sony A7 IV und dazu das Objektiv 50 bis 400 mm von Tamron. Ich wechsle gleich nochmal in das Weitwinkel. 20 bis 40 auch von Tamron, damit ich ein bisschen mehr von dem Blumenfeld drauf kriege. Jetzt ist meine Herausforderung erstmal, dass ich die Windmühle erstmal per se gut abbilden möchte. Dazu mache ich einfach, zeige ich euch hier mal ganz einfach ein Foto, bin hier bei Blende 16, bin auf ISO 50, bin bei 1/3 Verschlusszeit und habe die 2 Sekunden Vorauslösung eingestellt. Mache das Ganze hier mal, setze den Fokuspunkt in die Mitte der Mühle,
Und das einfach mal auslösen. So, und da siehst du schon, dass mir das Histogramm leicht natürlich oben rechts ausbrennt. Deswegen werde ich jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen einen Polfilter mit draufnehmen, um einfach auch ein bisschen mehr Kontrast reinzubekommen für die Blumen hier vorne, die ich natürlich habe. Der Polfilter hat dann zwei Effekte tatsächlich. Einmal kann ich so ein bisschen, naja, den Dunst auch ein bisschen rausnehmen. Die Farben werden verstärkt und ich habe vor allem dann oben ein bisschen weniger von den Lichtern, die mir wegbrennen. Das sieht man gleich, wenn ich den Polfilter aufgeschraubt habe. Und ja, er entspiegelt quasi auch so ein bisschen die Blume im Vordergrund. Ich glaube, das sieht mir ganz gut aus. So, jetzt habe ich natürlich den Effekt, den ich eben nicht will. Also ich habe jetzt quasi auch ein Bild gemacht mit, mit 28 mm. Und merke jetzt natürlich, bei Blende 16 beispielsweise, habe ich natürlich den Vordergrund nicht explizit scharf. Ich mache jetzt nochmal ein anderes Testbild, und zwar mit Blende 8. Mache nochmal ein Bild. Setze den Fokuspunkt genau in die Mitte rein. Kontrolliere das Bild. Und auch da habe ich das Problem, dass ich mit Blende 8 natürlich jetzt aufgrund des starken Vordergrunds keine scharfe Aufnahme von vorn bis hinten natürlich scharf bekomme. Das heißt, ich gehe jetzt wieder zurück auf Blende 16. So, muss ich mal kurz schauen. Genau. So, mache jetzt quasi den ersten Fokuspunkt, setze ich jetzt vorne hin. Ich lasse es am besten mal hier mitlaufen, damit ihr das mal sehen könnt, wie das ausschaut. So, ganz kurz die Kamera nochmal umdrehen. Und setze jetzt quasi den Fokuspunkt einmal hier vorne in dieses Feld hinein. Ja, ganz vorne. Dann einmal in die Mitte, also wahrscheinlich die zweite Aufnahme hier in das mittlere Feld hinein. Die dritte hier oben und dann die vierte quasi bis zur Mühle oben bei den Mühlenblättern quasi, dass ich da auch alles scharf habe. Jetzt siehst du auch, dass ich hier natürlich die Bäume drauf habe. Ich finde, die Komposition ist ganz cool, ist gut gelungen. Ja, ein Stückchen rüber könnte man noch gehen, dass man einfach die Schnittachse hier hat mit der Mühle komplett. Dann wäre es perfekt. Das mache ich dann gleich nochmal. So, jetzt wollen wir das nächste Problem nämlich ausmerzen tatsächlich, und zwar ist es die Naheinstellgrenze. Das heißt, du musst ein bisschen darauf achten, was dein Objektiv quasi kann, also wie nah kann es an den Vordergrund rangehen. Wenn du diese Grenze quasi unterschreitest, dann kann das vorne auch nicht mehr scharf gezogen werden. Das bringt es dir also quasi auch keinen Fokus dagegen zu machen. Deswegen musst du da so ein bisschen darauf achten. Ich schaue es gleich mal, ich weiß gar nicht genau, wie die Naheinstellgrenze hier ist bei dem Objektiv, muss ich gleich mal schauen. Und dann würde ich so ungefähr Pi mal Daumen mir das abmessen und würde halt im Grunde schauen, wie weit ich noch ran kann oder wie weit ich auch eben wieder weggehen muss, damit ich sozusagen dann die Blumen auch scharf bekomme. Ja, das musst du ein bisschen kontrollieren. Nächster Tipp von mir ist auf jeden Fall, jedes Bild, was du gestackt hast, also was du fokussiert hast, auf jeden Fall auch nach Schärfe zu kontrollieren. Es ist immer so, dass wenn du im Vordergrund fokussiert hast, also das erste Bild quasi, direkt im Vordergrund, dass die Schärfe nach oben hin abnehmen wird. Beim zweiten ist es eben so, dass es auch wieder nach oben hin abnehmen wird, nach unten auch hin. Und beim dritten Bild ist logischerweise unten natürlich fast alles unscharf, in Anführungsstrichen. Und du hast dann sozusagen die Mühle oben, sag ich mal, scharf gestellt. Also da musst du ein bisschen drauf achten. Wenn das der Fall ist, dann hast du nachher einen guten Effekt tatsächlich auch. Schwierig wird es tatsächlich werden, wenn jetzt hier ganz, ganz starker Wind wäre und die Blumen würden sich permanent hin und her bewegen. Das heißt, da wäre das Fokus-Stacking nicht so einfach tatsächlich. Da kann der Herr quasi Photoshop nicht so gut rendern und nicht so gut rechnen tatsächlich. Da müsste man so ein bisschen schauen. Also da müsste man dann vielleicht eher eine statische Aufnahme machen mit einer ganz, ganz schnellen Verschlusszeit, sodass du einfach die Blumen sozusagen im Vordergrund natürlich ganz, ganz scharf hast. Aber eine Langzeitbelichtung wäre dann da eben schon wieder tatsächlich schwieriger. Und wir gehen jetzt mal zu mir nach Hause ins Studio und da gehen wir in die Postproduktion der Bilder rein und natürlich auch in das eigentliche Stitching. Also bis gleich. Also ich bin jetzt hier am Rechner zu Hause und gebe dir ganz gerne nochmal ein, zwei Tipps dazu. Habe ich schon im Video erwähnt, das Fokus-Stacking macht wirklich nur dann Sinn, wenn du wirklich Dinge hast, die wirklich von vorn bis hinten permanent scharf sein sollen, auch im Bild. Wenn du ganz normal Landschaften als Weite zeigen möchtest, macht das Fokus-Stacking ja keinen Sinn. Von daher überlege am besten immer so ein bisschen, ob es wirklich sinnvoll ist, sich jetzt diesen Aufwand zu betreiben, das Fokus-Stacking zu machen oder eben nicht. Und der zweite Tipp ist nochmal, oder der zweite von drei Tipps quasi nochmal, ist, dass viele Kamerahersteller mittlerweile ein eingebautes Fokus-Stacking in den Kameras haben. Das heißt, du kannst einfach die Funktionen auswählen in der Kamera. Die Kamera macht automatisch mehrere Aufnahmen, auch so viel wie du möchtest in der Regel. Daraus fügt sie dann quasi ein einzelnes Bild zusammen,
was sozusagen von vorn bis hinten schon gestackt ist und somit hättest du nicht mehr diesen Aufwand, wie jetzt hier am Rechner die Bilder zusammenzufügen. Das nur mal nebenbei, musst du schauen, ob es deine Kamera kann, kann ich jetzt nicht beurteilen, das können nämlich nicht alle Kameras, aber die neuesten Modelle tatsächlich können das schon in der Regel ganz gut. Letzter Tipp dazu ist, wenn du vor Ort bist und fotografierst, würde ich dir empfehlen, natürlich nicht immer neu anzufangen, also klar neu anzufangen, neue Focus-Stacking-Bilder zu machen, das ist klar. Aber damit du nachher zu Hause eine bessere Auswahl hast und einfach weißt, wie es konkret, sage ich mal, laufen soll, würde ich dir einfach empfehlen, dir einfach entweder den Finger davor zu halten, vor die Linse, wenn du quasi ein neues Fokus-Stacking machst und wenn du anfangen möchtest oder ein Tuch davor halten, wie ich jetzt hier zum Beispiel, siehst du hier vielleicht unten, ich habe jetzt hier einmal ein Tuch davor gehalten, jetzt weiß ich, okay, aber dort beginnen jetzt meine nächsten Aufnahmen, die sozusagen gestackt sind. Und dann geht es weiter mit der nächsten, also nächsten Aufnahme, wieder ein Tuch davor gehalten oder ein Finger, was auch immer. Also einfach nur, dass du für dich eine optische Abgrenzung quasi zu den Bildern hast, damit du zu Hause einfach dann für dich die Bilder auch zusammenfügen kannst. Wir fangen jetzt mal an, wir steigen jetzt mal ein und zwar ganz easy. Du markierst einfach alle Bilder, die du gestackt haben möchtest. Ich nehme jetzt hier mal diese 5 Bilder, weil ich 5 Aufnahmen quasi gemacht habe, um möglichst viel Schärfe auch reinzubekommen. Du kannst sie schon ganz gut erkennen, das erste Bild ist angewählt und man sieht hier unten, glaube ich, ganz gut, dass sozusagen das sehr, sehr scharf schon ist. Hier kann man sogar die Wassertropfen ganz gut erkennen. Das passt soweit. Und ich markiere mir jetzt quasi die Bilder, die ich auch haben möchte, klicke dann hier in der Auswahlleiste mit der rechten Maustaste auf Bearbeiten in und dann gehst du einfach auf in Photoshop als Ebenen öffnen. Jetzt macht Photoshop Folgendes, lädt quasi alle Bilder einmal als einzelnes Bild in Photoshop hinein. Das dauert meistens in der Regel auch ein bisschen, also je nachdem, wie groß die Dateien auch sind, die du da fotografiert hast, umso länger dauert es auch in der Regel. Und sobald die Bilder quasi in Photoshop reingeladen sind, kannst du sie dann quasi auch weiter bearbeiten. Das dauert immer so ein bisschen. Wir warten jetzt ein bisschen ab. Siehst du schon, er rödelt hier so ein bisschen. So. Das Bild ist auch noch nicht die Bilder an sich sind noch nicht bearbeitet. Ich würde dir also erstmal empfehlen, das Fokus-Stacking sozusagen abzuschließen und dann nochmal den Step zurückzugehen, vielleicht in Lightroom das fertige gesteckte Bild reinzunehmen und es dann zu bearbeiten. Oder du bearbeitest einfach das fertig gesteckte Bild sozusagen in Photoshop weiter. Das ist dann dir überlassen, das kannst du machen, wie du möchtest. Kannst auch mit Kamera RAW arbeiten. Das heißt, da kannst du die Bilder quasi dann genauso hineinladen. So, jetzt sind alle Bilder reingeladen. Siehst du hier auf der rechten Seite schon, das passt erstmal alles soweit. Alle Bilder sind hier drin und wenn man sich die so ein bisschen anschaut, von vorn bis hinten, dann kann man den Schärfeverlauf auf jeden Fall erkennen. Das heißt, die Bilder werden natürlich von vorn bis hinten immer schärfer. Logisch, das ist ja auch der Sinn der Sache, weil der Fokus einfach woanders logischerweise gesetzt ist. Jetzt machst du Folgendes, markierst auch hier wieder alle Bilder, gehst dann auf Bearbeiten und Ebenen automatisch ausrichten. Ja, das kannst du einfach auf Auto lassen, gehst auf OK. Dann rödelt er wieder so ein bisschen, legt quasi jetzt alle Bilder einmal übereinander und guckt ganz genau, wo es auch ein paar Nuancen gibt. Also wenn du gegen die Kamera gestoßen bist oder ähnliches, dann kann das manchmal sein, dass das Photoshop nicht lesen kann, weil wenn der Winkel, der sich verstellt hat, quasi zwischen den einzelnen Bildern zu groß ist, dann schafft das Photoshop eben nicht, diese Ebenen übereinander zu legen. Also man kann nicht einfach die Kamera zwischendurch immer krass hin und her bewegen, sondern man muss sie schon natürlich auf dem Stativ belassen, sodass du einfach auch immer den gleichen Winkel dann logischerweise hast, um die Bilder nachher weiter zu bearbeiten. So, auch das dauert wieder ein bisschen. Siehst schon, er rödelt hier ein bisschen. Wir warten mal ganz kurz und wenn er fertig gerödelt ist, sehen wir uns hier gleich wieder in ein paar Sekunden. So, jetzt ist er fertig gerödelt. Siehst schon, jetzt haben wir hier so einen ganz leichten Rand an der Seite. Kann man vielleicht ganz gut erkennen. Ja, also siehst schon, dass auch bei mir anscheinend ein bisschen Wind gewesen ist. Die Kamera hat sich ein bisschen bewegt, aufgrund dessen hat man hier so einen kleinen Rand. Finde ich jetzt nicht weiter tragisch, kann man erstmal so belassen. Du kannst das Bild nachher am Ende auch immer noch ein bisschen zuschneiden und kannst es dann quasi auf das Format bringen, auf was du es dann sozusagen brauchst. So, letzter Step, entscheidend, wieder auf Bearbeiten klicken. Wir lassen immer noch alle Ebenen hier auf der rechten Seite markiert, gehen auf Bearbeiten und gehen dann auf Ebenen automatisch überblenden. Und machen jetzt hier einfach Bilder stapeln. Auch das dauert wieder ein bisschen. Wir warten hier entsprechend mal ganz kurz, wie es ausschaut. So. Du siehst also, wenn viele Bilder sind, dauert es auch ein bisschen. Mein Rechner ist jetzt nicht unbedingt der langsamste, würde ich sagen, aber aufgrund der hohen Datenmenge der Bilder kann das halt schon ein paar Sekunden mal dauern. Die muss man sich eben gedulden. Du siehst halt, wenn du es halt bei ganz vielen Bildern so machen würdest, dieses Fokus-Stacking, hättest du halt enorm viel Zeitaufwand. Deswegen
eben der Hinweis von mir vorhin gewesen, einfach zu gucken, was muss wirklich gesteckt werden und was ist wirklich wichtig, was gesteckt werden muss. So, und fertig haben wir das Ganze. Siehst schon, jetzt ist hier auf der rechten Seite quasi ein Bild entstanden. Und jetzt kann man hier, glaube ich, ganz gut erkennen. Photoshop hat hier einfach die Bereiche, die sozusagen scharf sind, übereinander gelegt. Man kann hier ganz gut erkennen, was auch fokussiert wurde. Siehst du hier schon, ne? Die weißen Bereiche, die ich quasi fokussiert habe, die sind auch alle scharf. Das sieht auch soweit gut aus. Und jetzt könnte man hier quasi weitermachen und könnte dann sozusagen das Bild einfach bearbeiten, könnte die Farbanpassung vornehmen, den Himmel anpassen, was auch immer. Aber jetzt hast du eben die Gewissheit, dass du einfach ein scharfes Bild von vorn bis hinten auch hast. Ich zeige dir jetzt mal alle Bilder zum Schluss und ja, lass es gerne mal wieder oder lass mich gerne wissen, was du davon hältst. Hast du schon mal ein Fokus-Stacking gemacht? Wenn ja, wie kommst du damit klar? Machst du das häufig? Machst du das nicht so häufig? Ansonsten freue ich mich über deinen Kommentar natürlich zum Video. Sag mir gerne, wie es dir gefallen hat und vielleicht auch, ob du da was rausziehen konntest und vielleicht auch zukünftig selbst das Fokus-Stacking anwenden wirst. Vielen Dank, dein Mike. Hier wieder meine drei Lieblingsbilder und natürlich kannst du gerne wieder abstimmen. Schreib es auch hier gerne mal unter das Video, welches dir gefällt. Entweder das erste Bild, das ist ein Stitching aus insgesamt 5 Bildern, wie gerade eben schon gezeigt. Das zweite Bild in der Mitte, das Panorama, ist ein Einzelbild und dort habe ich kein Stitching angewandt. Das heißt, da gibt es einfach nur eine Einzelaufnahme. Mit Blende 16 ist es entstanden. Du siehst das ganz gut vorne an der linken Seite an der Tulpe. Die ist ein bisschen unscharf, was aber dem Bild an sich keinen Abbruch tut in meinen Augen. Und das dritte Bild ist ein Stitching aus insgesamt 3 Aufnahmen. Auch hier kann man so ein bisschen erkennen, dass die Schärfe an den Rändern leicht nachlässt. Jetzt bist du dran. Welches Bild gefällt dir am besten? 1, 2 oder 3? Entscheide dich gerne mal und sag mir, wie eben schon erwähnt, gerne mal deinen Kommentar zu diesem Video. Bis bald, dein Mike.